Wir gehen mal rein in die Bewertung. Heute Hall of Shame Halbfinale Gay Butters gegen Playerboy und die haben sich beide im Bereich ihrer Möglichkeiten ordentlich ins Zeug gelegt. Ja, safe. Also das war eigentlich zu krass, ne, für die Hall of Shame. Aber gab's da Geld? Ich glaube, ein bisschen Geld gab's, ne? Gay Butters hat einfach den besseren Vibe, Playerboy zu rappen. Ja, Playerboy, das war auch das, was ich am Anfang meinte, ne? Playerboy ist schon fast zu gut einfach. Es ist schon fast zu gut, einfach, um das so Hall of Shame-mäßig zu betrachten, oder? Aber es hatte trotzdem halt einen krassen Unterhaltungsfaktor, dadurch, dass es halt Playerboy ist mit der Art, wie er es rappt und durch das Video, ne? Aber es ist schon fast zu gut. So, Gay Butters trifft irgendwie mehr dieses Hall of Shame, ja, was man erwartet, auf sehr gut gemacht. Aber ist ja wurscht. Im Endeffekt haben beide sich ja viel Mühe gegeben und wie gesagt, ich bin d'accord, egal wer gewinnt. Der Playerboy mit hochwertigem Video und fettem Auto. So viel zu seiner eigenen Punchline aus der Qualifikation. So ein dickes Auto muss schon sein. Schließlich ist sein Penis klein. Aber auch krass, die Steigerung, ne? Von der Quali zur der Runde da. Dazu kommt sein gewohnt überheblicher Übertreiber-Rap, der an manchen Stellen sogar halbwegs was hermacht und gutes Entertainment bietet. Einige Lines sind auf jeden Fall wieder sehr feierbar, wenn man alles andere, worauf es im Rap ankommt, völlig ignoriert. Moment, das heißt, du stehst gar nicht auf Kerle, sondern eigentlich nur auf mich, doch so geht's jedem auf der Erde. Also fand ich auch lustig. Gib's doch einfach zu, es wird dich auch niemand bepöbeln, auch jeder Heteroman denkt an den Playerboy beim Vögeln. Was ich wiederum extrem eklig finde, sind die Schwuletten im Video. Alter, was? Das ist doch geil. Bei Gay Butters finde ich das irgendwie lustiger. Hier bekomme ich ehrlich gesagt nur das Kotzen und kann mir das nicht mal reinziehen. Wo ist eigentlich... Meint er das ernst jetzt oder will er auf cool machen? Ist doch funny, Digga. Nicht der Zensor, wenn man ihn mal braucht. Der Playerboy überzeugt hier mit Qualität, passablen Punchlines und seinem Pseudo-Boss-Image. An seiner Produktion sind viele Leute beteiligt und das ist für Hall of Shame-Verhältnisse eigentlich schon viel zu professionell. Ja, ist auch so, ist eigentlich schon zu gut. Da können andere schwer gegen anstinken. Sehr geile Runde vom Playerboy. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich Gay Butters trotz seiner Scheißqualität um einiges mehr unterhalten hat. Der geht einfach ab wie ein Zäpfchen, dem ist alles scheißegal. Der zappelt und hampelt darum wie ein Behinderter. Ist mega lustig und man merkt einfach, wie er alles versucht hat, um die Leute zu unterhalten. Ja, es ist halt eine andere Herangehensweise. Deswegen, also ich glaube, ich hätte auch eher zu Gay Butters tendiert, einfach weil es dieses Hall of Shame-Ding mehr trifft, so. Aber ich kann schon verstehen, dass die Leute damals abgegangen sind, ne? Da kommt so ein Playerboy um die Ecke mit so krassen Videos, so hochprofessionell und am Start. Ich kann schon verstehen, warum es so bewertet wurde, wie es bewertet wurde. Der Typ ist der schamloseste kleine Spinner, der mir jemals untergekommen ist und ich hab's extrem gefeiert. Er hat coole Ideen, wie zum Beispiel das mit dem Intro, die Gastauftritte von Big B.I.G. und MCZ, das Feature mit Moneyboy, der irgendwann wahrscheinlich den Hall of Shame Award für sein Lebenswerk von mir... Ja, krass, ne? Das Image von Moneyboy hat sich ja auch krass gewandelt, ne? Der hat sich ja eine richtig riesige Fanbase aufgebaut, macht ja auch coole Sachen mittlerweile und hat sich da ganz schön groß rausgearbeitet, ne? Wenn man sich überlegt, so in der Anfangszeit, ich weiß gar nicht, wann Moneyboy damals mit dem Swag, wie ging das nochmal, dreh den Swag auf, was? Als er damit rauskam, ne, da war der ja komplett, also den hat man ja komplett ausgefeiert, so nach dem Motto, ne? War erst so als Witzfigur wahrgenommen. Und er hat aber voll sein Ding gemacht, ne? Reicht bekommt. Aber ich muss Moneyboy an der Stelle dann doch mal Props geben, dass er sich nicht zu schade ist, hier mitzumachen. Oder dass Gay Butters als riesiger Penis erkleidet durch die Gegend rennt. Dann noch Gay Tune oder Gay Butters beim Drive-In. Zieht euch mal rein, wie die Alte überhaupt nicht auf ihr Leben klarkommt. Und wie kann ein männliches Wesen sich überhaupt so bewegen? Es gibt so viele Details und es bringt einfach total viel Bock, sich das mehrmals reinzuziehen. Also mir jedenfalls. Ja, habe ich ja auch gesagt. Ist, glaube ich, so eine Runde, die ziehst du dir 5, 6 Mal rein, immer wieder fallen die neue Kleinigkeiten aus. Das ganze Video ist ein absolutes Feuerwerk an Peinlichkeit und für mich ein Hall of Shame Meilenstein. Ein Zusammenschnitt aus Behinderung und lustiger Schwuchtelhaftigkeit. Gay Butters hat das echt mit Herz gemacht oder in seinem Fall wahrscheinlich mit einer Menge Homoerotik. Wenn er ein vernünftiges Mic gehabt hätte und alles nicht so mega scheiße schlecht klingen würde, dann wäre es bei dieser Runde nur um den Humor gegangen und nicht um die Professionalität. Dann hätte er den Playerboy mit seinen ganzen Ideen und Spastihaftigkeiten vielleicht sogar schlagen können. Das ist...
Ja, safe, ist auch so. Nämlich richtig geiles Entertainment. Aber ich habe hier sowieso nichts zu melden und ihr habt es so entschieden. Also verdienter Sieg für den Playerboy, weil er einfach mehr von euch von sich überzeugen konnte. Ja, aber nachvollziehbar, wenn man das aus der damaligen Perspektive betrachtet. Ist schon nachvollziehbar. Ich hätte es mir jetzt auch eigentlich, also ich hätte es anders verteilt, so, ne? Ich hätte das Ärger, hat das weitergelassen, aber trotzdem nachvollziehbar. Und damit ist er unser erster Finalist in der Hall of Shame. Morgen gibt es Cash. Andererseits hätten wir da nie diese legendäre Basti-Hook bekommen. Von dem her ist es eigentlich schon wieder gut. Cash ist Clay gegen Gio im zweiten JBB-Halbfinale, wie immer um 18 Uhr. Du machst dir doch nur etwas vor. Du bist nicht schwul, sondern etwas perplex. Doch ist kein Problem mit dem Playerboy. Hätte jeder gern Sex und du weißt das. Alles klar, dann kam Playerboy und die Finalrunde kenne ich natürlich. Die haben wir uns erst vor ein paar Monaten irgendwie reingezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Vielleicht bei irgendeinem Songbattle oder sowas. Und die war sehr unterhaltsam. Also die Hook von Basti, legendär und nice. Einfach Ohrwurmfaktor hoch 10. Ne? Wird auf jeden Fall auch wieder ein geiles Ding. Glaube ich, Song Contest. Kann sein, ja.